What's up, liebe YouTube-Freunde, und willkommen zurück bei einer neuen Folge ARK. Der Dave und die Patricia, die laufen recht in der Gegend um und um, ja, schauen sich das alles ein bisschen an. Und wir haben bald, wie wir sehen, unser Tier gezähmt. Ich habe in der Zeit noch ein bisschen Narkobären gesammelt, wo es gewesen war, ne, außerhalb der Aufnahme. Denn da mögt sie ja wahrscheinlich ja nicht ständig dabei sein. Bei den Bären sammeln, ne? Das ist ja doch ein bisschen langweilig. So, aber jetzt haben wir es doch gleich geschafft. Das dürfte sich ausgehen und dann ist die Frage, wie wir den nennen. Ja, das Riesenteil, der Parasau. Du Parasau, ne? Okay. Nennen wir es Babe. Babe. Hi, dann kehrt er zu uns. Auch das hat funktioniert. Wie schaut das aus? Der läuft uns auch nach. Sehr schön. Kim? Kim? Kimmst du? Oder hängt der wirklich da hinten drinnen? Weil der hat er vorher nämlich schon nicht auskennen. Der hängt da hinten drinnen. Jetzt werden wir ihm natürlich helfen. Denn das ist ja doof, wenn der da hinten drin hängt. So, schaffst du es jetzt, dass du mitkommst? Ja. Okay, wir haben ihn befreit. Ah, nun, siehst du? So nett sind wir nämlich. Cool. Das ist wirklich cool, ne? Das nennt man mal Haustier. Unser Babe. Ja? Nicht so da wie Patricia und Dave, ne? Die Miniteile. Ah, zum Reitensattel ausrüsten. Wie geht das? Wir haben keinen Sattel. Und das ist natürlich das, was wir nur herstellen müssen. Da wollen wir her, genau. Was hat der? Gesundheit muss er sich natürlich jetzt erst einmal auffüllen. Ausdauer passt. Nahkampfschaden 113,7. Er ist noch ein bisschen benommen. Wir geben ihm da noch ein paar Beeren. Denn ihm soll es natürlich auf jeden Fall auch gut gehen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Aber wir brauchen die jetzt momentan nicht. Du darfst jetzt da Disable Following. Du darfst jetzt da stehen bleiben. Genau. Passt ein bisschen auf unser Base auf. Das ist schön. Gut, dann haben wir gesagt in der letzten Folge, Freunde, dass wir uns eine Basis bauen wollen, und zwar ein bisschen eine größere. Und das irgendwo beim Strand in der Nähe. Einfach, weil es schön ist hier. Und weil wir jetzt in der ersten Staffel sowieso nicht mehr großartig die Zeit haben, dass wir uns irgendwann auch einen Platz suchen, brauchen wir nicht mehr machen. Aber wir wollen nur ein bisschen farmen. Wie schaut es denn da überhaupt aus? Also für die Experience geht es wirklich sehr, 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 sehr langsam auf. Wo bauen wir uns denn hin? Na, irgendwo da direkt am Strand her. Was natürlich doof ist, weil wir da nicht wirklich Bäume in der Nähe haben. Ja, jetzt geht es alle recht brav spazieren, gell? So, wir schauen einmal, was brauchen wir denn überhaupt alles für das Fundament. Wo haben wir denn das Fundament? Da. Wir brauchen Stroh. Ja. Stroh haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so viel drin. Gell? Wir haben in der Basis gar kein Stroh. Nö. Das heißt, wir müssen Stroh sammeln und Holz sammeln. Holz haben wir noch 35 herinnen. Dann gehen wir mal auf Stroh sammeln. Sehr gut. Wir farmen Stroh. Nicht laufen, bitte. Weil fürs Laufen da brauchen wir wieder einen Haufen Ausdauer. Dann haben wir gleich wieder so schnell einen Hunger. Das ist auch blöd. Wollen wir nicht. So.
Ah, vom Gewicht her sind wir schon wieder gleich voll. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich weiß nur noch nicht, wo wir uns hinbauen. Es ist generell überall da schön. In den Wald bauen wir uns nicht mehr rein. Auf jeden Fall möchte ich jetzt schon noch ein bisschen eine größere Hütte bauen. Wäre jetzt nur der Plan. Was ist das jetzt? Die 8. Folge, kann das sein? Freunde, kann es sein, dass das die 8. Folge ist? Ich weiß es wirklich nicht mehr. So hinter dem Felsen eigentlich auch ganz cool, wo wir da herbaden, oder? Ja. Aber so gescheit ist es nicht, wenn wir so noch am Wasser sind, wenn da Hochwasser ist. Wahrscheinlich auch nicht so geil. Oder irgendwo da einer. Wir machen jetzt da mal herstellen. Dann schauen wir mal, wie viele Fundamente können wir denn herstellen. 4 Stück einmal. Auch noch nicht so viel. Aber die machen wir mal alle. Wir können uns nach wie vor bewegen in der Zeit, wo er herstellt. Nur um einiges langsamer. Geht dann nicht mehr ganz so schnell. Wir können aber dann genauso abarbeiten. Genau. Da mal ein bisschen abholzen. Dass wir Stroh bekommen. Jetzt müssen wir aber aufpassen, weil. Sonst ist gleich wieder alles voll bei uns da. Vom Gewicht. Auf das habe ich noch viel zu wenig eigentlich geachtet. Dass wir ja da auch das Gewicht haben. Ja. So. Das liebe Fundament. Wie noch machen wir es denn? Ist das eigentlich. Funktioniert das eigentlich, wenn das da jetzt so. Schief oben geht? Könnte das doof sein? Egal, wir probieren einfach mal aus. Es geht jetzt momentan sowieso nur ums Probieren. Genau. Wir fahren das aber so einfach weg und dann sammeln wir das Zeug noch ein. Sehr gut. So. Die Base ist schon mal größer als vorher. Nein, heute so lang. So klar lassen wir es nicht. Genau, wir bauen da einer. Sehr gut. Das ist ja in der Luft jetzt. Schaut sich das an. Wie doof ist denn das? Okay. Uns egal. Ja? Uns egal. Solange das Fundament hält, habe ich kein Problem damit, wenn das in der Luft ist. Viel weiter außer bauen wir aber eh nicht. Komisch schaut das halt aus, gell? Doofe Geschichte. Viel weiter außer bauen wir nicht, aber ein bisschen umbauen wir da nur. Hi, Saurier. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Stroh gesammelt, genau. Okay, wir können aber noch eins machen. Wir werden dann ein bisschen Holz, glaube ich, auch brauchen. Stroh ist immer nur das. Okay, wir könnten. Passt. Passt. Wir bauen das Ganze noch ein bisschen länger. Da werden wir gleich wieder abfarmen. Und dann schauen wir auch, dass wir da umbauen. Sagt, wir wollen eine schöne Strohhütte haben. Und farmen jetzt wieder ein bisschen Stroh. Stroh. Geht ja ganz gut. Ja. Das geht ja zumindest ganz schnell. Sehr schön, dankeschön. Danke. Danke. So, jetzt müssen wir da nochmal schauen, dass wir unser Werkzeug reparieren. Bevor uns das Ganze eingeht. Den fahren wir noch. Sehr gut. Und dann gehen wir mal auf Repair Item.
Dann können wir nämlich ohne Probleme weitermachen. Eigentlich können wir auch gleich. Da renne ich so ewig weit weg, ne? Obwohl wir da eh bei der Base gleich das Zeug haben. Aber ihr wisst ja, ihr und logisch denken, ne? Das ist ja. War ja noch nie so gut. So, okay, dann. Schauen wir den einmal, wie viel das wir jetzt machen können. 3. 3 dürfte sogar reichen, mehr glaube ich braucht man nicht, weil da möchte ich nur eins her und da haben wir nur 2 her. Dann dürfte das passen. Dann haben wir unser in der Luft stehendes Haus. Ja. Alter, warum ist denn das so doof? Warum wird denn das nicht einfach verlängert? Aber ich habe gesagt, das könnte ziemlich blöd sein, wenn das da so schief runtergeht. Aber das wissen wir dann natürlich auch für die Zukunft. Ja, das ist ja der Vorteil. Dafür sind wir ja da, dass wir es testen. Und da auch noch eines. Sehr schön. Da werden wir ein bisschen abernten. Okay, Freunde, dann werden wir den Eingang irgendwo da machen, würde ich sagen. Ich muss jetzt nur testen, ob wir so halbwegs symmetrisch irgendwie in der Mitte sind. Das heißt, wir machen da nochmal unseren Strohtürrahmen. Dann den da oben. Und schauen wir mal, wo sitzen wir denn? Okay, und das ist nämlich genau das, was man gedacht hat. Dann haben wir so einen blöden Eingang und der ist nicht mittig. Aber egal. Egal, machen wir da. Machen wir da. Sehr schön. Und dann brauchen wir natürlich Wände. Es gibt eigentlich überhaupt keine Wände mit Fenster, gell? Was nämlich ein bisschen schade ist, weil wir dann den schönen Ausblick, den wir uns gemacht haben, eigentlich gar nicht sehen. Vor dem haben wir nichts. Hilft nicht. Hilft ja nicht. Strohtüre. Die können wir auch schon machen. Die machen wir auch gleich. Und sitzen dann gleich ein. Ups. Das war natürlich auch eine da, gell? So. Dann setzen wir die Strohtüre. Perfekt. Öffnen. Perfekt. Wir kennen schon einer. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt machen wir die Wände. Was brauchen wir denn für die Strohwände? Holz auf jeden Fall. Und natürlich Stroh. Stroh haben wir momentan. Was haben wir denn noch so Stroh? 26, okay, das wird sich nicht ausgehen. Dann werden wir jetzt trotzdem mal schauen, dass wir ein Holz kriegen. Genau, ganz so viel Holz, glaube ich, brauchen wir da gar nicht. Machen wir noch einen und dann schauen wir, dass wir wieder Stroh kriegen. Das ist natürlich wieder voll das Sauwetter da. Aber ja, können wir uns nicht aussuchen. Das nehmen wir auch noch mit. Und dann basteln wir mal unsere Strohwände. Türü. Wir hätten natürlich auch von der alten Base was abreißen können, aber so machen wir mal einfach 6 Stück. Ich habe jetzt nicht zählt, wie viel das wir brauchen, aber 6 brauchen wir fix einmal. Das passt dann schon. Die könnte man eigentlich auch gleich ausrüsten. Strohwand. Daher, genau. Sehr gut, er bewegt sich ganz, ganz langsam. Ganz langsam, aber egal. Dann haben wir da eine Strohwand her. Hier auch. Ups. Und auch.
auch hier. Dann haben wir noch drei Stück an Stroh. Na, da. Ah, genau. Und da. Sehr gut. Ist doch wunderschön. Bam. Und dann haben wir schon keine Strohwand mehr, glaube ich. Ne? Ah, da macht sie dann automatisch eine. Sehr geil. Sehr cool. Kann ich mehr hat. So, sitzen müssen wir noch können. Ja, genau. Perfekt. Öffnen wir unsere Türe. So, lassen wir einfach voll die Seiten da offen. Dann haben wir, nachdem bei uns eh keiner rein kann, könnte man das eigentlich wirklich machen. Wir lassen die Seiten offen, haben einen wunderschönen Ausblick. Hätten zwar dann keine Tür braucht, wobei doch, weil wir kämen da eh nicht rauf. Solange wir uns nicht aufbauen, dann passt das auch. Dann lassen wir jetzt die Seiten wirklich offen, Freunde. Wobei, bin gerade am Überlegen. Egal, wir machen da jetzt einmal das Dach. Was brauchen wir denn für unser Strohdach? Das ist ja eigentlich ein doofes Strohdach, weil es ja komplett flach ist. Und ich glaube, dass es auch andere Strohdächer gibt, nämlich ein einfaches Bett. Bett wäre natürlich cool fürs nächste Mal, wenn wir geupgradet sind. Da haben wir ein schräges Strohdach, Schatz her. Eigentlich da herunten gibt es auch noch viel für Dinge, gell? So. Wir können sogar schon Holzwand und Holzfundament. Wenn wir das schon gemacht hätten. Wir waren schon so weit, okay. Narkosemittel. Es gab da jetzt schon einiges. Aber ist egal, wir bauen jetzt da unser Strohhütten. Ein schräges Strohdach. Schaut wahrscheinlich sogar schöner aus. Hätten wir da dann eine schräge Strohwand braucht, oder wie? Ja, egal. Wir machen aber ein höheres Haus. Ne? Wir brauchen jetzt schon noch Strohwände, denn ich möchte ein bisschen weiter aufbauen. Alter, das ist ja voll der Nebel. Das erste Mal, dass wir einen Nebel haben, oder? Das war vorher noch nicht. Coole Sache. So, Strohwände, wir brauchen noch welche. Ja, können wir noch eine machen momentan. Dann gehen wir wieder ein bisschen farmen. Wir wollen da cool unsere Hütte bauen. Ich frage mich, wenn man es macht, dass man ein Fenster hätte. Das muss ja auch irgendwie gehen. Nehme ich an. Nehme ich schon an, oder? Wir hauen jetzt einfach da mal Strohwände raus. Gehen ganz gemütlich, ganz langsam zu unserer Basis. So, jetzt schauen wir da aber wirklich, ob es denn da nicht irgendwann eine Wand gibt mit Fenster. Freunde, sonst schreibt es mir in der Beschreibung. Oh, wir sind gestiegen. Wir sind gestiegen. Dann gehen wir mal vom Gewicht drauf. Das wäre nämlich schon wichtig. Aber da unten können wir immer noch nichts machen. Ne? Und so weit sehe ich keine Wände mit Fenster. Vielleicht können wir auch einschlagen oder so. Das glaube ich aber nicht. Wir haben 10 Punkte. Machen wir unser Bett. Stroh bietet vielleicht nicht die bequemste Art von Matratzen, aber dieses Bett dient als Wiederbelebungspunkt für dich und deinen Stamm. Und das machen wir. Dann haben wir nämlich nicht den doofen Schlafsack. Genau. Sehr geil. Können wir dann leider eh schon wieder nichts mehr machen. Aber soweit passt das einmal.
Aufnehmer kennen wir jetzt auch mehr. Okay. Okay. Der Timer läuft, Freunde, der Timer läuft. Das heißt, wir beenden diese Folge und bauen dann in der nächsten Folge weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.